Herzlich willkommen zu unserer dritten Veranstaltung in der Reihe Frauenleben in und nach der Krise, Karriere mit Kind und Kegel, Fragezeichen. Eine gemeinsame Veranstaltung der SPÖ Frauen und des Karl-Renner-Instituts. Im heutigen Schwerpunkt widmen wir uns einem Teil der Care-Arbeit. Wir haben ja schon in den letzten Veranstaltungen uns mit Care-Arbeit beschäftigt, also mit Sorgearbeit. Wir beschäftigen uns mit der Vereinbarkeit, mit der Kinderbetreuung, denn in Zeiten von Corona sind ja die Schulen und Kindergärten zwar geöffnet geblieben, übernahmen aber nur einen Bruchteil ihrer Aufgaben. Und da wollen wir uns heute die Frage stellen, na, wer hat in diesen Zeiten wohl die notwendige Arbeit geschultert, dieses Triumvirat der Hausarbeit, des Homeschoolings und des Homeoffices? Bereits in den letzten Gesprächen haben wir schon gehört, dass sich das Volumen der unbezahlten Arbeit massiv erhöht hat. Und was passiert jetzt, wenn beispielsweise die Großelternbetreuung ausfällt? Wie geht das dann den Eltern in Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kurzarbeit, des Homeoffices oder des Homeschoolings? Wie funktioniert jetzt auch heute der Tag der Rückkehr der Grundschülerinnen und Schüler, der Unterstuflerinnen? Wie funktioniert die Rückkehr der Kinder in die Kindergärten, in die Schulen? Wie können wir da gemeinsam gewährleisten, dass es nicht aufgrund von Corona zu unter Anführungszeichen verlorenen Generationen kommt oder sich die soziale Kluft noch mehr verbreitert? Hier wollen wir auch sehr genau auf die Geschlechterrollen schauen und wie sich diese jetzt in den Krisenzeiten entwickelt haben. Und deshalb ist es uns auch wichtig, einen Blick nach vorne zu treffen, einen Blick nach vorne zu richten und zu sehen, was jetzt getan werden muss, um künftig auch die Verantwortung für die Kinder beispielsweise auch in der Beziehung partnerinnenschaftlich zu ermöglichen. Mein Name ist Barbara Hofmann. Ich bin im Karl-Renner-Institut zuständig für die gleichstellungspolitische Arbeit und Nachwuchsförderung und habe da gemeinsam mit meinen Kolleginnen, mit Andrea Brunner, der SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin, und Angelika Stredinger, die hier am Renner-Institut zuständig ist für den Blog Wissenschaft und Politik, diese Gesprächsreihe konzipiert. Und die beiden sind es auch, die im Hintergrund dafür sorgen, dass diese Veranstaltung gut gelingt. In diesem Sinne möchte ich jetzt alle Zuseherinnen und Zuseher, die sich über Zoom eingeloggt haben und uns zusehen, herzlich begrüßen und auch jene, die über Facebook dabei sind, vielleicht noch vorab gleich ein paar technische Details. Über die Facebook-Seiten des Karl-Renner-Instituts und der SPÖ Frauen können Sie sich einbringen in die Diskussion, einen Gedanken, eine Idee oder schlichtweg eine Frage. Wenn Sie so eine haben, posten Sie sie einfach als Kommentar unter den Facebook-Livestream, unter das Live-Video oder hier per Zoom. Hier gibt es die Möglichkeit unten, wie Sie sehen, in einer kleinen Leiste gibt es so ein Chat-Symbol, da können Sie uns Fragen stellen. Oder es gibt auch ein eigenes Symbol, noch Fragen und Antworten. Also ein eigenes Werkzeug dafür, da können Sie auch gerne reinposten. Meine Kolleginnen, wie eben schon angesprochen, werden mir diese dann auch sozusagen noch gesammelt zur Verfügung stellen. Ja, damit möchte ich auch schon einsteigen in die Diskussion und darf sehr herzlich unsere heutigen Diskussionsteilnehmerinnen vorstellen und willkommen heißen. Als erstes möchte ich Sonja Dörfler willkommen heißen. Sie forscht am Österreichischen Institut für Familienforschung der Universität Wien und hat eine Vielzahl von Studien aus dem weiten Feld der Familienforschung konzipiert und auch durchgeführt und berät Institutionen, die in der Familienpolitik aktiv sind. Ihre Dissertation hat sie der aktiven Väterbeteiligung an der Kindererziehung gewidmet und wir sind schon gespannt auf Ihren Impuls. Herzlichen Dank, dass Sie heute sich Zeit genommen haben. Die zweite Person und die politische Perspektive vor allem bringt heute Daniela Gruber-Brunner ein. Sie ist Abgeordnete zum Bundesrat und dort auch Vorsitzende des Kinderrechteausschusses. Darüber hinaus kommt sie selbst aus dem pädagogischen Bereich, also hat eine pädagogische Ausbildung abgeschlossen und leitet rund 20 Jahre sind es mittlerweile schon, das pädagogische Büro der österreichischen Kinderfreunde. Herzliches Willkommen auch dir. Bevor wir jetzt sofort losstarten mit dem Impuls, noch kurze Hinweise zum Rahmen, wie das alles jetzt abläuft. Wir hatten ja schon mehrere Gespräche in dieser Reihe. Heute findet das dritte statt. Sämtliche Gespräche dieser Reihe finden Sie auf einer eigenen Website, die wir dafür kreiert haben. Und zwar die Website heißt frauenundcorona.at. Und dort werden Sie auch einen großen Artikelpool finden zu diesem komplexen Themenfeld. Das Video wird jetzt auch aufgezeichnet und auf Facebook gestreamt. So hat man auch später noch die Möglichkeit, mal reinzuschauen in die Diskussion. Ja, und ansonsten, wie schon erwähnt, wir freuen uns sehr über Fragen, über Ideen, über Anregungen.
Das können Sie per Zoom über den Frage-Antwort-Button machen oder per Chat, über die Chat-Funktion im Zoom oder per Facebook in den Facebook-Kommentaren. Wie schon gesagt, Andrea Brunner und Angelika Strittiger werden diese Fragen auch dann einbinden und aufbereiten. Sollte sich der Wissensdurst im Laufe der Veranstaltung nicht löschen lassen, weil ja natürlich gerade die Vereinbarkeit ein sehr brennendes Thema ist zurzeit, dann würde ich jetzt schon vorab um Verständnis bitten dafür, wenn man nicht alle Fragen live beantworten. Wir werden sie dann auf jeden Fall im Nachhinein noch beantworten. In diesem Sinne würde ich jetzt losstarten und das Wort übergeben an Sonja Dörfler und um ihren Impuls bitten. Bitte schön. Müssen wir kurz den Ton einschalten. Einen kurzen Moment noch. Wir haben da ein paar technische... So, jetzt haben wir es. Wunderbar. Bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da heute hier zu sein, unter Anführungszeichen. Und ich möchte mal vielleicht, bevor ich zu Corona komme, ein bisschen zur Ausgangssituation vor Corona kommen und darüber ein bisschen was erzählen, auch wenn einige Dinge sicherlich auch bekannt sind. Also Ausgangssituation ist die bei österreichischen Familien, dass wir eine geschlechtsspezifisch ausgeprägte Rollenverteilung haben, im Vergleich, im internationalen Vergleich auch durchaus stark ausgeprägt. Und dass Väter sozusagen die Ernährerrolle in den meisten Fällen innehaben und die Frauen zum überwiegenden Teil eine sogenannte Zuverdienerrolle bei Familien mit Kindern im betreuungspflichtigen Alter. Das heißt, Männer erhöhen ihre Arbeitszeit nach der Geburt eines Kindes zum Teil oft, also sodass sie dann im 40-Plus-Stunden-Bereich sind, während Frauen in der Regel die Arbeitszeit reduzieren. Also knapp die Hälfte der Paare mit Kindern unter 15 Jahren lebt in so einem Zuverdienermodell Familie. Also das heißt, dass der Mann Vollzeit plus ist oder Vollzeit ist und die Frau in Teilzeit arbeitet. Dann gibt es auch noch eine Gruppe wiederum von ein bisschen mehr als einem Viertel, wo nur der Mann erwerbstätig ist und die Frau gar nicht erwerbstätig ist. Wenn wir jetzt auch die Teilzeitquoten anschauen, dann sehen wir, dass Männer insgesamt nur zu 11% in Teilzeit beschäftigt sind in Österreich und Frauen zu 48%, wobei die Zahlen bei den Männern sogar leicht gesunken sind, also leicht, ja, also in den letzten paar Jahren. Wenn man jetzt wiederum Mütter anschaut, also mit Kindern unter 6 Jahren, dann sind sogar fast 80% der Frauen Teilzeit beschäftigt, also ein sehr hohes Ausmaß. Aber bei den Alleinerziehenden, weil das ja heute auch Thema ist, ist diese Teilzeitquote etwas geringer und die Erwerbsquote etwas höher. Alleinerziehende mit Kindern unter 6 Jahren. Ich konzentriere mich jetzt gerade auf diese Altersgruppe. Ja, es gibt außerdem noch große regionale Unterschiede. In Wien beispielsweise ist bei den Müttern mit Kindern unter 15 Jahren haben wir eine Teilzeitquote von 55%. In Vorarlberg ist sie bei über 80%. Ja. Wobei in Vorarlberg beispielsweise auch die geringfügige Quote bei den Müttern extrem hoch ist. Also die arbeiten wirklich in einem sehr kleinen Teilzeitausmaß. Dann um jetzt zur Aufteilung, das war jetzt die Erwerbsarbeit, und wenn wir jetzt uns zur unbezahlten Arbeit kommen, dann müssen wir auf die Zeitbudgeterhebungen zurückgreifen. Ich glaube, das hat Katharina Made letztes Mal auch schon angesprochen, dass die eben sehr veraltet sind. Also die letzte ist von 2008, 2009. Das heißt, das sind die Daten, die wir haben, wenn wir wirklich Zeitverwendung uns anschauen wollen. Und wenn wir das vergleichen mit der vorletzten Erhebung, Anfang der 90er Jahre, kann man sehen, es hat sich in diesen 25 Jahren doch etwas getan. Also das heißt, das Ausmaß der unbezahlten Arbeit ist bei den Männern gestiegen und bei den Frauen leicht zurückgegangen. Dennoch haben wir eine große Schere nach wie vor 2008, 2009. Wenn man das als aktuell bezeichnen kann, kann man nicht ganz, aber wir wissen nicht mehr. Es ist so, zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, die Kinderbetreuungsarbeit, also die Zeit, die in Kinderbetreuung fließt, die hat sich nämlich an sich am stärksten bei den Männern erhöht, Hausarbeit weniger. Bei der Hausarbeit haben die Männer weniger aufgeholt. Aber bei der Kinderbetreuung ist es nach wie vor so, bei den unter 3-jährigen Kindern, dass die Männer 13 Stunden in der Woche dafür aufwenden und die Frauen 26 Stunden.
Bei den unter Dreijährigen ist sozusagen das Ausmaß ja am höchsten. Je älter die Kinder sind, desto geringer ist das Gesamtvolumen, das für Kinderbetreuung aufgewendet wird. Aber es ist immer in jeder Altersgruppe der Kinder so, dass die Männer ungefähr die Hälfte machen von denen der Frauen nach der aktuellsten Zeitbudgeterhebung. Da möchte ich zu einem weiteren Indikator kommen, nämlich zur Väterkarenz. Das ist ja auch ein Indikator für geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und vor allen Dingen ist es ein Weichensteller. Das zeigen empirische Studien, empirische Ergebnisse, dass ein hohes Väterkarenzausmaß, also im Sinne von lange Väterkarenzen von mindestens 4 Monaten, nachhaltige Auswirkungen haben auf die Aufteilung der Kinderbetreuung auch später. Übrigens kürzere Zeiten, da gibt es keine signifikanten Unterschiede sozusagen zu Männern, die nicht in Karenz gehen. Möchte ich dann nachher auch nochmal aufgreifen bei den Maßnahmen, die man eventuell setzen kann. Ja, also da sehen wir eben, dass im März 2020 waren 4,2% aller Kinderbetreuungsgeldbezieherinnen männlich. Und wenn man es anders betrachtet, also nicht nach einem Stichtag, sondern über die gesamte Laufzeit des Kinderbetreuungsgelds hinaus, sehen wir, dass rund 19% der Väter jemals irgendwie Kinderbetreuungsgeld beziehen für ein Kind, das sie bekommen. Also das heißt, kleine Zahlen. Ja, das ist eher, in Schweden zum Beispiel gehen 90% der Väter in irgendeiner Form in Karenz im Laufe der Bezugszeit. Dann komme ich zu einem weiteren Thema, also zur Infrastruktur, zur Kinderbetreuung, die ja eben auch ein wichtiger Faktor ist bei der geschlechtsspezifischen Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, weil es auch entlastend wirkt für die Mütter in meisten Fällen, dass sie sozusagen erwerbstätig sein können. Meistens eben die Mütter, ja. Da sehen wir, dass sich auch seit den 1990er Jahren schon sehr viel getan hat. Wenn ich mir die Betreuungsquote der unter Dreijährigen anschaue, war die 1995 bei 4,6%. Heute werden 26,5% der Kinder institutionell betreut, also in einer Einrichtung betreut in Österreich. Also das ist doch eine deutliche Vergrößerung, aber natürlich noch immer nicht besonders viel. Und vor allen Dingen noch immer hinter dem Barcelona-Ziel. Ja, da gibt es aber auch natürlich diese riesigen regionalen Unterschiede, von denen ich, denke ich, schon gesprochen habe. Also in Wien sind es 44% der unter Dreijährigen, die in Betreuung sind, und in der Steiermark und Oberösterreich 15, 16%. Also da sieht man ein gewaltiger Unterschied. Bei den Kindern zwischen 3 und 6 Jahren ist eigentlich der regionale Unterschied nicht groß und es gibt überall sehr hohe Betreuungsquoten. Also die werden immer so um die 90% in jedem Land der Kinder auch betreut. Das heißt, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Vielleicht noch ein interessantes Detail, das ich jetzt noch einwerfe, das sind die Ausgaben die öffentlichen Ausgaben für Kinderbetreuung. Die beträgt in Österreich 0,5% des BIP. Das sind die aktuellsten Zahlen. Das ist ein Durchschnitt 2014-15. Und in Schweden beispielsweise sind es 1,6% des BIP. Also auch wenn es in Schweden ein bisschen mehr Kinder in der Altersgruppe gibt, so groß ist der Unterschied nicht, wenn die Bevölkerung jünger ist. Ja. Also auch bei den Ausgaben könnte man sicher ansetzen. Es muss einfach mehr Geld in die Hand genommen werden für Kinderbetreuung. Ja, das war so ein bisschen der Aufriss der Situation, der allgemeinen Situation. Und jetzt zur Corona-Situation kann ich auf das Corona-Panel der Uni Wien zurückgreifen, auf die Erhebung von der Caroline Berghammer, die dazu einige Zahlen erhoben hat. Und es hat sich halt gezeigt, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung hat sich durch Corona verschärft, wenig überraschend eigentlich. Ich meine, die Frauen haben vorher schon, wie wir gehört haben, viel mehr an unbezahlter Arbeit geleistet und vor allen Dingen Kinderbetreuung. Und jetzt sozusagen haben sie noch mal mehr dazu bekommen, als die Männer dazu bekommen haben. Wenn man auch sagen muss, auch Männer leisten jetzt mehr in dieser Corona-Zeit. Also, um konkrete Zahlen zu nennen, 47% der Frauen und 29% der Männer geben an, dass sie jetzt viel mehr Zeit für Kinderbetreuung aufwenden als davor, also als vor den Maßnahmen. Aber durch die Ausgangssituation, dass die Frauen vorher schon so viel mehr gemacht haben, verstärkt sozusagen diese geschlechtsspezifische Aufteilung. Was sich jetzt noch gezeigt hat, ist also, dass Eltern in Homeoffice und in Kurzarbeit
mehr Kinderbetreuung leisten, also viel öfter angeben sozusagen, dass sie viel mehr leisten. Und da ist es wiederum so, dass Frauen häufiger von der Kurzarbeit oder halt der reduzierten Arbeitszeit, es ist ja nicht immer konkret Kurzarbeit, betroffen sind. Das heißt, das wiederum sozusagen legt mehr auf die Frauen, weil die eben jetzt mehr Arbeitszeit reduziert haben als die Männer in der Corona-Krise. Allerdings kann man schon sagen, also jene Männer, die jetzt Teilzeit arbeiten oder halt Arbeitszeit reduziert haben, ich glaube, es ist jetzt definiert mit mindestens 10 Stunden Reduktion gegenüber vorher, die leisten jetzt erstmals wahrscheinlich einen erklecklichen Anteil in Kinderbetreuung und auch jene, die im Homeoffice sind, sozusagen lernen dieses Feld vielleicht teilweise erstmals kennen, ja? Also sich so einzubringen in die Kinderbetreuung. Ja, das wäre jetzt mal mein Statement für Corona und für die Situation generell der Aufteilung. Herzlichen Dank für den Überblick, vor allem auch für sozusagen einmal den allgemeinen Einstieg in die unterschiedlichen Familienmodelle, auch schon mal mit einem kleinen internationalen Bezug und sozusagen den konkreten Auswirkungen. Gerade die Carolina Berghammer und das Pendel, das Corona-Pendel, ist ja eine sehr wichtige Erhebung und da werden wir, glaube ich, nachher auch noch einiges dazu diskutieren. Ich darf jetzt um eine politische Perspektive bitten, Daniela Gruber-Brunner. Wie schaut es so aus? Du hast ja selbst auch, bist selbst auch tätig bei den Kinderfreunden. Wie ist da so die Situation zurzeit? Der Ton müsste noch eingeschaltet werden. Genau, jetzt funktioniert es. Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, wir haben einiges schon gehört von der Frau Dörfler. Ich würde sagen, die ganze Situation, in der sich Familien und Eltern und Frauen derzeit befinden, ist vom Begriff der Unsicherheit geprägt. Also, und ich würde es fast in drei Phasen einteilen. Es war diese seit Mitte März, diese Zeit des Lockdowns, diese Unsicherheit, was bedeutet diese Situation, wie managen wir diese neuen Herausforderungen, wir sind alle zu Hause oder zumindest die Kinder sind zu Hause, teilweise Elternteile zu Hause, wie geht es mit der Arbeit weiter, wie geht es mit der Schule weiter, also da war das natürlich sehr akut und sehr intensiv, aber auch jetzt in dieser Zeit, wo Schulen wieder offen haben und Kinder Elementarbildungseinrichtungen wieder teilweise offen haben, ist diese so ein Mittelding, weil es ist noch nicht Alltag wieder und man muss jetzt diese paar Wochen bis zu den Sommerferien irgendwie hinwursteln, würde ich es fast nennen. Und dann kommen 9 Wochen Sommerferien und da merken wir auch in vielen Elternbefragungen die Unsicherheit, wie man denn diese 9 Wochen heuer schaffen will, schaffen soll, die ja immer eine Herausforderung sind, aber diesmal besonders sind wieder unsicher. Und ich habe in einer weiteren Studie, die entstanden ist, eine interessante Zahl gefunden, nämlich die nach der Frage, wie sehr die Situation aktuell Mütter und Väter belastet. Und da geben 51% der Mütter an, dass die Situation als sehr belastend empfunden wird und 40% der Väter. Also das ist schon, finde ich, ein hoher Anteil der Menschen, die diese Gesamtsituation als sehr belastend empfinden. Und das ist sehr individuell, was jetzt gerade belastet, aber die Faktoren sind so vielfältig und ich denke, dass fast jede Familie und alle Eltern in irgendeiner Form davon betroffen sind. Also es ist dieses Homeschooling war schon Thema, das ist einfach für viele eine neue Situation, sozusagen pädagogische Arbeit leisten zu sollen und Kinder begleiten zu müssen bei den Homeschooling-Aufgaben, da hat es eine große Umstellungsphase auch gegeben. Wie geht es mit digitalen Lernformen? Wo stehen die Kinder gerade im Lernstoff und bei was muss ich sie unterstützen? Und natürlich, je älter die Kinder sind, desto schwieriger ist, diesen Stoff auch sozusagen mitkommentieren zu müssen oder miterklären zu müssen. Oft kommt mit einer Telefon. Also
viel in Kurzarbeit und haben Einkommensverluste. Manche haben eine Kündigung zu bewältigen. Aber jedenfalls ist die Situation für viele sehr belastend und diese Existenzsorgen machen natürlich die Gesamtsituation noch viel schlechter erträglich und bringen auch in dieses Familienleben, wo man viel Zeit auch miteinander verbringt oder verbringen muss, noch einmal sehr viel schwieriger und belastender. Auch, ich denke, auch unter den Partnern und Partnerinnen ist die Situation oft neu. So viel Zeit am Tag auch miteinander verbringen zu müssen mit diesen Existenzsorgen, da kann es schon passieren, dass es zu mehr Streitigkeiten und mitunter auch zu Gewalt. Wir wissen, dass es auch mehr Gewalterfahrungen jetzt gibt, dass auch das dazu kommt. Beengte Wohnverhältnisse und so weiter. Also da denke ich mal, jede Familie hat da ihr individuelles Package, mit dem sie leben muss. Und das, was ich in der politischen Debatte bemerkt habe, auch in der Arbeit im Parlament, die Anliegen der Familien sind zu einem relativ späten Zeitpunkt erst in die politische Debatte aufgetaucht. Es war lang das Thema der Wirtschaft und der Grenzschließungen und natürlich die Gesundheit ist ein Dauerthema, auch zu Recht. Aber sozusagen, was hat das für Auswirkungen auf die Menschen im Familienverbund, ist relativ spät erst aufgetaucht in der Debatte. Und die der Kinder, das ist jetzt natürlich die Kinderfreunde, sich die der Kinder fast gar nie. Also welche, mit welchen Belastungen haben die Kinder und die Jugendlichen jetzt zu kämpfen? Das ist in der politischen Debatte erst vor wenigen Wochen aufgetaucht und das ist natürlich auch bezeichnend, sozusagen, wie sind die Prioritätensetzungen auch in den Krisenstäben. Was uns Eltern mitgeteilt haben, was sie befremdlich finden, ist, dass sie an vielen Stellen zu Bittstellern geworden sind und Bittstellerinnen. Das betrifft diese verschiedensten Fördertöpfe, die natürlich auch immer eine Herausforderung sind, weil man muss einmal zuerst den richtigen Fördertopf und das Richtige ansuchen und das richtige Formular finden und das dann ausfüllen können und dann hoffen, dass das Ansuchen auch durchgeht, aber durchaus auch im Bildungsbereich und in der Elementarbildung und in der Schule war es nicht so selbstverständlich, dass man als Eltern die Kinder dorthin bringen kann. Also man musste sich dort schon oft rechtfertigen, ob man in einem systemrelevanten Beruf arbeitet oder ob es die Familiensituation erfordert, dass man das Kind gerne in der Bildungseinrichtung hätte. Also man war an vieler Stelle, wäre es schon die bessere Version gewesen, gemeinsam mit den Kindern zu Hause zu sein. Diesen Eindruck hatte man jetzt viele Wochen, dass das eigentlich die sicherste und die gesellschaftlich verträglichste Variante gewesen wäre. Und das ist natürlich in verschiedenen Situationen einfach schwer und oft auch nicht gut. Wir haben auch in den Kindergärten immer wieder auch mit den Kolleginnen und mit den Leiterinnen diskutiert. Für viele Kinder ist es gerade in der Situation, wo beide Elternteile zu Hause sind und vielleicht wirklich hoch belastet sind, besser nicht zu Hause zu sein oder zumindest stundenweise mit anderen Bezugspersonen zusammen zu sein, weil die Dynamik in der Familie vielleicht auch gewaltbereit ist oder in anderer Weise stressig ist. Also sehr individuelle Situationen, aber es für Eltern war das sehr schwierig zu artikulieren, was ist jetzt mein Bedürfnis und sich dem auch Gehör zu verschaffen und vielleicht Abhilfe zu schaffen. Alleinerzieherinnen war vorher schon kurz das Thema, aber die sind natürlich noch einmal doppelt betroffen von dieser Situation. Man muss sich nur vorstellen, man ist Alleinerzieherin und ist in einem systemrelevanten Beruf und sollte arbeiten gehen und hat aber möglicherweise Kinder zu Hause. Die Einrichtungen sind nur bedingt besetzt, möglicherweise nur bis Mittag, möglicherweise ist das Kind alleine in der Einrichtung.
Also Alleinerzieherinnen haben es da schon besonders schwer, können auch auf ihr übliches soziales Netz nicht zurückgreifen. Auch eine Situation, mit der wir konfrontiert worden ist, was ist mit Kindern, die besondere Bedürfnisse in welcher Art und Weise auch immer haben, die spezielle psychologische Betreuung brauchen, die spezielle medizinische Betreuung brauchen. Auch hier sind alle Angebote heruntergefahren worden. Und ich habe gerade heute vom Dachverband der Psychologinnen gehört, dass je länger dieser Lockdown gedauert hat, desto intensiver wurden die Anfragen der Familien, wann dürfen wir bitte wieder in unsere Beratung, in unsere Therapie, in unser Angebot wahrnehmen, weil Kinder zum Teil einfach auch unbetreut waren und auch in den Frauenberatungseinrichtungen natürlich diese Live-Beratung nicht stattfinden konnte und so weiter. Ich habe auch nur als Beispiel erlebt, dass eine Familie, eine syrische Familie, die ich seit Jahren begleite, mit den Sprachschwierigkeiten gekämpft hat. Also hier hat zum Beispiel auch dieses Angebot gratis Laptops für alle Schülerinnen dann doch nicht funktioniert, weil die Eltern nicht den Brief aus der Schule nicht richtig verstanden haben, dass sie hier eine Antwort geben müssten und sozusagen den Bedarf anmelden müssten, und dann ist die Frist verstrichen und die drei Kinder waren wieder ohne technische Ausstattung. Also man sieht, wie diffizil die Problemlagen sein können, und wenn da nur mehrere zusammenkommen, wie heikel das werden kann. Jetzt vielleicht noch zu ein paar Forderungen in der politischen Auseinandersetzung. Was mich als Kinderfreundin in der Politik immer leitet, sind drei Grundsätze. Also wir gehen bei den Kinderfreunden davon aus, dass jeder Mensch, jedes Kind, jeder Erwachsene drei Dinge braucht, um ein gutes Leben führen zu können. Alle brauchen einen Halt, eine Sicherheit. Und ich spreche da jetzt in dem Fall vor allem auch diese existenzielle Absicherung an. Also es müssen einfach Menschen vorm Abrutschen in die Armut oder wenn sie in Armut bereits leben, diese Armut zu überwinden, existenziell abgesichert werden. Da geht es um die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Es geht auch um die Diskussion von Grundsicherungen. Es müssen Ansuchen niedrigschwelliger sein und so weiter. Also diesen prinzipiellen Halt im Leben, das ist einmal die Basis, damit alle halbwegs ausgestattet sind. Der zweite Bereich ist der Bereich der Entfaltung. Also Menschen müssen die Möglichkeit haben, den eigenen Interessen, den eigenen Bedürfnissen auch nachgehen zu können. Und da muss man auch betonen, dass Betroffene, die eingebunden werden sollten, im Bereich Pädagogik. Daniela, wir haben, glaube ich, eine kurze Unterbrechung gehabt, eine kurze Tonunterbrechung. Du warst sozusagen ganz kurz, die Ansuchen low level, die Menschen müssen sozusagen nach den eigenen Bedürfnissen nachgehen können, und da warst du dann kurz weg. Okay, also wir merken einfach auch zum Beispiel, dass die Internetleitung ist, glaube ich, nicht ganz stabil. Geht's? Hört sie mich? Oder ist jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, okay. Also wir raten auch immer in der Politik, dass man die Betroffenen in die Lösungsfindung mit integriert. Das wäre zum Beispiel am Beispiel der Elementarpädagoginnen sehr leicht gewesen, hier gemeinsam mit Elementarpädagoginnen nach Lösungen für diesen Kindergartenbereich zu suchen und nach gangbaren Lösungen zu suchen. Das würden wir empfehlen. Und die dritte Säule ist für mich immer auch die Säule der Gestaltung. Also wir haben dieses Geben entfalten dürfen und mitgestalten zu können. Also dass Menschen ihr eigenes Leben sozusagen mitbestimmen und mitgestalten können. Und das ist natürlich jetzt, wo man so stark fremdbestimmt ist und von so vielen externen Entscheidungen abhängt, schwierig, aber man muss wieder dazu kommen, dass Menschen auch ihr Leben selber in die Hand nehmen können
und mitgestalten können, vor allem auch, wenn es um die Lösungen in diesem Bereich geht. Und als Kinderfreundin nur vielleicht als letzten Punkt ist es mir auch so wichtig, dass dieser Bereich der Elementarbildung ist für mich so ein Schlüsselbereich, weil wenn dieser Bereich endlich aufgewertet wird und als Bildungseinrichtung gesehen wird und nicht nur als Kinderaufbewahrungseinrichtung, dann wird es auch für Eltern so viel leichter, mit einem guten Gewissen die Kinder dorthin bringen zu können. Und es soll ein gutes Gefühl machen, wenn man das Kind in Gesellschaft mit anderen Kindern und in einer anregenden Atmosphäre in einen Kindergarten bringt. Und es würde, finde ich, ist ein Schlüssel, um dieses Thema auch der Vereinbarkeit, der Selbstbestimmtheit von Männern und Frauen auch im beruflichen Leben hier entgegenzukommen. Drum ist so ein großer Appell von mir, immer diesen Bereich der Elementarbildung schleunigst auszubauen, ganztägig, ganzjährig, und auch auf die Qualität Wert zu legen, dass man wirklich ein gutes Gefühl hat, Kinder in diese Einrichtungen zu bringen. Das einmal fürs Erste vielleicht. Herzlichen Dank, das wäre ja durchaus schon ein umfassender Forderungskatalog. Wenn man das alles umsetzen würde, dann wäre, glaube ich, schon vielen Eltern sehr geholfen. Ich denke mal, das ist jetzt auch als Kommentar noch reingekommen, sozusagen der Begriff der Unsicherheit ist sehr schlüssig. Man hat es ja auch heute wieder gesehen bei der Schulöffnung, wenn man Geschwisterkinder hat, unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Systeme, wie man das alles schaffen kann, ist immer sehr schwierig. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf einen Punkt, den Sie, Frau Dörfler, auch gemacht haben bei dem Austria-Panel zu Corona, nämlich ob man da schon Zahlen sieht, wie es jetzt sich weiterentwickelt, auch bei den Vätern, ob es da jetzt eine aktivere Beteiligung gibt eigentlich bei den Vätern oder ob das irgendwie jetzt noch nicht so erkennbar ist, ob es eben, Sie haben ganz kurz einmal erwähnt gehabt, sozusagen so im Vergleich die Zeitverwendungsstudie, wo man gesehen hat, sozusagen die Väter, wenn sie sich mehr beteiligen, eher an der Kinderbetreuung als am Haushalt. Können Sie da in die Richtung noch weitere Punkte einbringen oder gibt es da leider noch zu wenig Zahlen dazu? Ja, also ich meine, die Zeitbudgeterhebungen sind extrem aufwendige und damit auch teure Erhebungen, wo wirklich ein Tagebuch geführt wird von Respondenten, die über eine ganze Woche hindurch, wo jede Stunde angegeben wird, was ist die Haupttätigkeit, was ist die Nebentätigkeit. Und das kann man mit der Corona-Pendel-Erhebung oder auch mit vielen anderen Erhebungen, die da jetzt herumkursieren und durchgeführt worden sind in dieser Zeit, was ja auch sehr wichtig ist, aber nicht vergleichen. Ja. Also man kann nicht, also zum Beispiel bei dieser Erhebung von der Caroline Berghammer wurde einfach gefragt, ob man mehr jetzt an Kinderbetreuung macht als früher. Also, und das ist was anderes, als wenn ich jetzt wirklich stundenweise aufgegliedert habe, wie viel mache ich tatsächlich. Das wurde ja nicht erhoben. Insofern wäre es ja so wahnsinnig wichtig, wenn so eine neue Zeitbudgeterhebung wieder finanziert wird, damit man zumindest alle 10 Jahre Daten hat. Ja. Weil das sind jetzt Daten, die sind 11 Jahre alt, ja, 11, 12 Jahre alt. Und das ist ja langsam aber sicher, kann man sich nicht mehr so richtig trauen, die zu verwenden. Ja? Also es ist, man verwendet sie, wenn man nichts anderes hat, ja. Und das tun alle Forscher, aber es wäre wirklich dringend notwendig, eine neue durchzuführen und zu finanzieren. Der Wille muss da sein, die politische, und ja, das werden wir sehen, ob es passiert. Also wir drängen schon sehr lange darauf, ja, dass das auch das IF jetzt und andere Institutionen, also viele andere Institutionen auch, ja. Insofern, nein, kann man das nicht wirklich sagen. Und vor allen Dingen, ich glaube, die Sache ist ja, es ist ja alles so dermaßen im Fluss, ja, beziehungsweise man könnte es auch nennen chaotisch jetzt in dieser Corona-Zeit. Man hat ständig neue Regelungen und Vorgaben und es ändert sich. Also auch aus persönlicher Erfahrung, die Musikschule sagt an einem Tag, ja, das Instrument dürfte, also die Musikschule der Stadt Wien in dem Fall, das darf man persönlich absolvieren, dann kommt am nächsten Tag gleich, nein, das geht nicht, oder umgekehrt. Ja. Also die Vorschriften, die Regelungen werden ständig geändert. Und die Arbeit läuft jetzt langsam an bei vielen Leuten. Ja. Also jetzt Männer, die irgendwie vielleicht technischen Berufen ja auch vermehrt sind, die können jetzt wieder langsam raus und arbeiten, ja, die jetzt kein Homeoffice machen konnten. Und die werden jetzt wieder weg sein, also und müssen vielleicht jetzt umso mehr arbeiten, weil sich die Arbeit angesammelt hat, weil Projekte aufgeschoben worden sind. Die sind jetzt vielleicht dann
12 Stunden weg am Tag, ja. Und alles bleibt nochmal mehr bei den Frauen. Also ich glaube, das kann ich mir vorstellen als eine Auswirkung. Ja. Das wird jetzt sicher der Fall sein in vielen Familien. Ja. Und insofern glaube ich nicht, dass sich da jetzt irgendetwas zum Positiven großartig verändert. Was vielleicht der Fall ist, dass eben in einigen Familien, also wo doch die Männer, die in Kurzarbeit waren oder eben Telearbeit gemacht haben, dass die vielleicht mehr Verständnis haben dafür, was das bedeutet, diese Arbeit. Ja. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten müssen wir uns die Auswirkungen anschauen. Arbeitslosigkeit wird steigen, wahrscheinlich weiter steigen. Und was hat das wieder, da ist normalerweise sozusagen die ökonomische Theorie geht dahin, die Frauen werden eher rausgedrängt aus dem Arbeitsmarkt und die traditionelle Aufteilung, Arbeitsaufteilung verstärkt sich. Also das wäre jetzt diese negative Prognose, die sozusagen, wenn es der Norm entsprechen würde, der Lauf, den wir jetzt haben. Ja, so viel kann ich jetzt mal dazu sagen. Ich möchte jetzt auch alle Zuseherinnen und Zuseher auf Facebook oder per Zoom einladen. Sie können im Chat eine Frage stellen oder dieses Tool im Zoom-Chat verwenden, diese Frage- und Antwort-Tool, das sehen Sie im unteren Bereich der Leiste. Da können Sie eine Frage reintippen oder auch bei Facebook einfach einen Kommentar reinposten und werden versuchen, an passender Stelle das auch in die Diskussion einzubinden. Eine solche Frage hat uns jetzt schon erreicht, unter anderem von Facebook, und zwar von Frau Uli Essel, die sich sicher ist, dass gerade in modernen Zeiten der digitale Unterricht die Eltern dann doch mehr gestresst hat, besonders dort, wo Kinder ohne jetzt spezielle Schulstundenzeiten Arbeitsblätter erledigen konnten. Die Laptops zum Beispiel an ihrer Schule waren da überhaupt kein Thema. Ja, und ein großes Problem natürlich auch die zeitliche Einteilung in Mehrkindfamilien. Und es ist auch die Frage, irgendwie hat man ein ausreichendes Internetvolumen, also ist man internetmäßig gut ausgestattet, hat man ein hohes Datenvolumen oder nicht. Daniela Grubrunner, ihr seid ja auch aktiv in der Elternberatung. Was sind da Fragen aufgetaucht? Haben sich da Personen an euch gewandt oder habt ihr da intensiver Wahrnehmung gehabt seitens der Eltern? Und vielleicht noch eine kurze Zusatzfrage, weil du das ja kurz auch thematisiert hast, dass man sich auch das Wohl der Kinder ansieht. Was waren da so die Belastungen eigentlich jetzt, die ihr wahrgenommen habt? Ja, das Thema des Homeschoolings ist auch vielfältig. Es haben Schulen so unterschiedliche Systeme angewandt. Also ich habe es bei meinen zwei Buben schon mitgekriegt, dass die Schulen ganz unterschiedliche Plattformen verwenden. Also ich musste mich da zuerst einmal einarbeiten, wie denn da welche Schulsystem tickt. Und mit einer Stück weit darauf verlassen, dass die Kinder das halbwegs selbstständig machen oder halt immer wieder auch nachschauen und nachfragen. Aber uns hat dann in der Woche 7 dieser Zeit zum Beispiel über uns einen unserer Horte eine Familie erreicht, wo wir mitgekriegt haben, also drei schulpflichtige Kinder, eine alleinerziehende Mutter, die 7 Wochen eben zu viert auf einem Handy gearbeitet haben. Und offenbar die Schule, also da merkt man diese Systembrüche auch, die Schule hat es offensichtlich nicht bemerkt und nicht reagieren können. Und eigentlich haben wir alle, wie es dann geheißen hat, okay, es gibt jetzt diese Gratis-Laptops für alle, war bei mir Erleichterung, haben wir gedacht, endlich kriegen diese Familien ihr Werkzeug, aber das war offensichtlich nicht der Fall. Und das muss man sich im Alltag jetzt einmal vorstellen. Die Mutter arbeitet quasi halb mit dem Handy und die Kinder sollen ihre Schuldinge darauf absolvieren. Also da haben wir als Kinderfreunde schon gemerkt, dass es so viele Lücken gibt, durch die man dann doch noch durchrasseln kann und offenbar Familien da doch so geduldig sind oder zum Teil auch, ist natürlich immer auch beschämend zu sagen, wir sind nicht richtig ausgestattet, aber wenn da die Lehrerinnen, die Pädagoginnen nicht sehr proaktiv auf die Familien zugehen und merken, dort und dort könnte das Thema sein, da frage ich besser noch einmal nach, dann kann es auch sein, dass viele, viele tausende Kinder dort also nicht erreicht wurden. Also dieses Thema war groß. Und weil du mich angesprochen hast auf diese Kindeswohlverletzungen,
wir waren viel im Austausch mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften österreichweit und wir Kinderfreunde sind auch im Netzwerk Kinderrechte, dem über 50 Kinder- und Jugendorganisationen angehören. Und die Liste der Kinderrechteverletzungen ist relativ lang. Also das beginnt natürlich beim Recht auf Bildung, das jetzt einfach nicht für alle ausgesetzt war, weil manche Kinder waren natürlich eng an die Schule angedockt, aber eben viele Kinder waren in der Zeit sozusagen außerhalb des Bildungssystems. Das Recht auf Freunde treffen war ausgesetzt. Manche Kinder haben es dann geschafft, auch über so Online-Dinge mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Aber gerade bei kleinen Kindern ist natürlich das unmittelbar mit Freunden zusammen sein über viele Wochen ausgefallen. Das Recht auf Privatsphäre, also in kleinen Wohnungen mit mehreren Familienmitgliedern, also ist von der Privatsphäre, kann man sich vorstellen, wie das gelitten hat. Das Recht auf Freizeit und freie Bewegung sozusagen in der Zeit, in der man frei hat, war ja lange eingeschränkt. Auch keine Spielplätze offen, die Parks zum Teil nicht offen, also das Recht auf Familie war lange ein Thema, also wie macht man das in Entscheidungssituationen, dürfen Kinder beide Elternteile treffen, das hat man dann zum Glück bald einmal gelöst, aber wir kriegen aus diesen Familienberatungsstellen mit, dass da ganz viele noch von diesen Scheidungskonflikten dann da nochmal ganz massiv aufgeploppt sind, unter welchem Vorwand Eltern dann die Kinder nicht beide Elternteile sehen lassen und so weiter. Also diese Liste an Kindeswohlgefährdungen einmal zumindest ist groß. Und wo es mir halt am meisten Sorgen macht, ist, wenn es um Gewalterfahrung geht oder Schutz vor Gewalt, weil es gibt jetzt einfach Kinder, die seit Mitte März, möglicherweise bis September, keine anderen Bezugspersonen haben als die Familie. Und was sich da in den eigenen vier Wänden oft abspielt, an psychischer Belastung, aber oft auch an Gewalterfahrung, das mag ich mir gar nicht vorstellen, aber das ist sicher der Fall. Und darum wäre mir dieser Außenkontakt so wichtig und dass Familien ohne jeden Vorwand diese Einrichtungen nutzen können und sollen, einfach um die Kinder zu sehen und damit sie andere Bezugspersonen haben. Danke für den Einblick auf die Kinderperspektive, denke ich mal, kommt in diesen Themen eindeutig zu kurz, vor allem auch, wenn man sich dann die Bezeichnung anhört, à la Humankapital, wie wir es heute im Morgenjournal kurz gehört haben, wo es dann schon sehr instrumentell wird. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zur Zeitverwendungsstudie, beziehungsweise auch zur Aufteilung der Vereinbarkeit, Frau Dörfler, Sie haben ja auch sehr viele Studien gemacht zur Vereinbarkeit mit anderen Ländern. Sie haben jetzt auch zuerst Schweden erwähnt mit einer sehr hohen Väterbeteiligung in der Karenz. Was wären Modelle, mögliche Wege, wie man dazu hinkommen kann, dass eine Vereinbarkeit leichter möglich ist? Und vielleicht haben Sie auch noch den einen oder anderen Eindruck mit, wie die regionale Verteilung ist, wie das Stadt-Land-Gefälle jetzt eigentlich in Corona-Zeiten ausgesehen hat. Okay, das sind jetzt zwei unterschiedliche Punkte. Also was ich einfach sagen kann, was ich vermute und denke, ist, dass natürlich das Leben am Land und auch ein bisschen selber erfahren habe im Waldviertel, dass das Leben am Land sich nicht so massiv für Kinder eben auch vor allen Dingen dann verändert hat, wie für Kinder in der Stadt, die eben, wie gesagt, auf engen Raum eingesperrt, die Spielplätze zu, ja, und ein Kind am Land, für das hat sich sicherlich nicht so viel verändert, ja, und eben die Großeltern oft in der Nähe und dann hat man den Kontakt vielleicht doch gelockert zu den Großeltern, weil das Kind ja eh sonst mit niemand Kontakt hat. Ich glaube, also das ist jetzt mein Eindruck auch gewesen, dass die Ängste am Land dann nicht so groß waren einfach auch, ja, wie in der Stadt, wo du ständig Leuten, also die Ängste von der Ansteckung jetzt, ja.
wie in der Stadt, wo man halt wirklich den Lichtschalter teilt mit 100 Nachbarn, ja, und ich weiß nicht was, also das sind ja den Liftknopf und so weiter, und das sind ganz andere Dinge, als wenn ich ein Familienhaus habe und meinen großen Garten. Also da hat sich das Leben sicherlich nicht so stark verändert. Zum zweiten Punkt, das war jetzt, was man sozusagen verändern könnte in Österreich im Hinblick auch auf internationale Vergleiche. Ja, wir haben uns da schon, und auch ich habe mir da schon einiges an Gedanken gemacht, und auch, das ist schon in Studien vorgekommen und verschriftlicht und alles, und was ein relativ sinnvoller Ansatz wäre für den Beginn, dass ich vorhin auch gemeint habe, dass die Karenz eben so eine Weichenstellung darstellt jetzt für diese geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeit. Bei uns ist ja an sich Karenz, also diese 2 Jahre arbeitsrechtliche Karenz, nicht aliquotiert. Also das heißt, es kann eigentlich eine Person, das heißt in der Regel die Mutter, am Stück nehmen. Was wir aliquotiert haben, ist, also wo es eine Quote gibt sozusagen, ist die Bezahlung, ja, das Kinderbetreuungsgeld. Jetzt gibt es empirische Evidenz in diese Richtung, dass wenn man sozusagen exklusiv einen Teil der arbeitsrechtlichen hochbezahlten Leistung, also das ist im Übrigen auch wichtig, ja, die Flatrate, die niedrige von 436 Euro, das Minimum jetzt beim KBG-Konto, wird einen Vater nicht dazu bringen, dass er sich beteiligt, eben aufgrund der Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Das heißt, eine Leistung, wo wirklich ein Teil, und zwar mindestens 6 Monate, zum Beispiel der arbeitsrechtlichen Karenz inklusive Bezahlung für den Vater reserviert sind. Wenn nicht, dann ist es verloren. Also das typische Take it or leave it, use it or lose it, wie auch immer. Ja. Das wäre ein Schritt, vielleicht in ein erster Schritt in diese Richtung. Also ich sage 18 Monate für die Mutter, 6 Monate für den Vater. Damit fangen wir mal an und dann bewegen wir uns vorwärts. Ja. Weil die 18 Monate, sage ich jetzt deswegen, weil sich in den Studien immer wieder zeigt, in Österreich wollen die Mütter gerne diese 18 Monate Mindestzeit, ja, selbst beim Kind verbringen. Eine zweite Möglichkeit wäre, ist, dass man die man auch zusätzlich anwenden kann, also das kann man kombiniert anwenden, dass man das Kinderbetreuungsgeld und oder die Karenz 50-50 aufteilt per se und sagt, 50% gehören dem Vater, 50% der Mutter. Das wäre jetzt bei der Geldleistung in Österreich sinnvoller. Und wenn ihr das aber ändern wollt, könnt ihr auch einen Teil, bis auf diese fixen 6 Monate zum Beispiel, könnt ihr dem anderen übertragen. Aber dafür müsst ihr, das ist in Schweden nämlich so schon seit Jahren der Fall, müsst ihr ein Formular ausfüllen, einen Antrag stellen und sagen, okay, ich übertrage damit als Vater einen Teil meiner Zeit der Mutter. Aber das würde sozusagen im Bewusstsein und bezüglich der sozialen Normen etwas verändern und ist außerdem ein Default, also das heißt eine Default-Einstellung, wo dann die eher dazu verleitet, dass man vielleicht so verbleibt. Ja? Und ich verändere soziale Normen damit, wenn ich sage, eigentlich gehört das dir, Vater, ja? Oder auch den Müttern, das ist eigentlich sein Teil. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Männer oft nicht wollen, sondern es gibt auch die Fälle, wo die Frauen die Zeit nicht hergeben wollen, weil sie vielleicht auch nicht darüber nachdenken, was das für Konsequenzen für sie hat später. Das ist auch bekannt. Das wird immer sehr unmittelbar und aus dem Bauch heraus entschieden bei diesen Dingen. Und ich habe nicht meine Pension und meine weitere Karriere im Blick. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Man könnte eben so einen informationsorientierten Ansatz wählen und wirklich sagen, zum Beispiel mit dem Pensionskonto im Hinblick darauf, wirklich mit oder mit dem Antrag aufs Kinderbetreuungsgeld verknüpft, wirklich diese Informationen, was bedeutet das für mich später, für Pension etc., ja, für Karrierechancen, also dass man diese Informationen dann hergibt, wenn die Entscheidung gefällt wird. Das sind verhaltensökonomische Ansätze, die ich mit IHS gemeinsam oder WHO gemeinsam in einer Studie wir haben die erstellt und halt entwickelt. Gibt es ein paar interessante Dinge. Dann könnte man zudem dasselbe auch bei der Elternteilzeit machen, was ich vorhin beim Kinderbetreuungsgeld gesagt habe. Weil ja die Frauen hauptsächlich Teilzeit arbeiten und die Männer kaum Elternteilzeit nehmen, obwohl sie eigentlich viel öfter anspruchsberechtigt sind. Dass man sagt, die Elternteilzeit wird aliquotiert, das heißt halbe halbe, ansonsten verfällt es. Ja? Ihr könnt es, wenn der Mann sozusagen nicht auch in Teilzeit geht, wir haben jetzt 7 Jahre, also wenn er nicht 3,5 Jahre in Teilzeit geht, dann gibt es nur 3,5 Jahre für die Mutter und dann wird das vielleicht auch was bewegen, ja, dass ich sage, dass das eher auch in Teilzeit geht. Oder man nimmt es gleichzeitig, dann kann ja auch die gesamte Zeit an Elternteilzeit zur Verfügung stehen.
Eine andere Idee ist auch noch steuerliche Begünstigung, ja, wenn man die Elternteilzeit so aufteilt, also gerecht aufteilt, wobei das natürlich die geringeren, also die Leute mit geringeren Einkommen sozusagen dann weniger bevorzugt oder weniger, ihnen weniger bringt, klarerweise. Dann noch eine Idee, die ja selbst jetzt von der jetzigen Bundesregierung auch gekommen ist, ich glaube von Seiten der ÖVP, ist das verpflichtende Pensionssplitting. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt da kommen wird oder wie immer, aber dass man auch, das wäre, glaube ich, eine Kombination an Maßnahmen. Ja? Weil wenn die Männer dann sehen, okay, also du wirst sowieso deinen Teil deiner Pension deiner Frau geben müssen, auch wenn du nicht Teilzeit arbeitest, vielleicht motiviert das auch mehr, sozusagen dann Teilzeit zu arbeiten. Also ich glaube, das wären so bündelnde Maßnahmen. Und natürlich die qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die wir heute schon angesprochen haben. Also das heißt mit einem guten Betreuungsschlüssel, guten pädagogischen Konzept, die Gruppengrößen dementsprechend und vor allen Dingen kostengünstig bis gratis. Also ich glaube, das wäre auch wichtig. Und das vor allem im Bereich der unter Dreijährigen, dort ist noch was zu tun, und im Bereich der Ganztagsschulen, also das ist ja auch, oder Nachmittagsbetreuung, je nachdem. Weil das ist ja auch eigentlich eine enorme finanzielle Belastung für die Eltern, dann, wenn die Kinder in der Schule sind, sozusagen diese Ganztagsbetreuung zu finanzieren. Ja, das wären jetzt einige Punkte. Danke. Ich denke mal, es sind ja sehr viele Empfehlungen, wo ich mir denke, da würde die SPÖ durchaus dafür sein oder das dafür eintreten oder vielleicht auch so als Forderungen formulieren. Man hört ja, dass sozusagen im Budgetausschuss die Frauenministerin zur Zeitverwendungsstudie sehr ausweichend war und das schon sozusagen die Basis ja dafür bildet, um solche Maßnahmen dann auch nochmal mit Daten fundiert umsetzen zu können, weil eben auch einige EU-Länder wegen Corona zurückhaltend wären. Wie kann man da den Druck erhöhen? Was wird da jetzt gemacht? Ich denke mal, es gibt irgendwie Sonntagsumfragen, die nichts Gutes verheißen, wenn nochmal gewählt werden würde. Wie kann man da den Druck erhöhen? Ich denke mal, wenn es schon erwiesenermaßen so ist, dass es ausgleichende Maßnahmen braucht. Eine schwierige Frage. Daniela, hast du eine Antwort darauf? Nein, Antwort nicht. Ich versuche es mir immer irgendwie zu erklären. Also es ist schlussendlich eine Frage des politischen Willens. Also will man, ist das wirklich ein starkes Anliegen, sozusagen das halbe in der Hausarbeit, in der Kinderbetreuung, in der Erziehung? Will man das oder ist das eigentlich nicht das Hauptanliegen? Und das, glaube ich, muss man in Frage stellen, wenn es um solche Dinge geht, weil wenn, also ich bin da ganz bei der Frau Dörfler, wenn man will, dass sich Väter stärker beteiligen in Familien, in allen Facetten, dann muss es da starke Anreize geben, die auch signalisieren, es ist der Wunsch in unserem Staat, dass sich Väter beteiligen und dass sie das machen. Und dann darf man da auch mutig und forsch mit Geld sanktionieren. Wenn man es nicht in Anspruch nimmt, okay, das ist eure Entscheidung, aber dann gibt es auch weniger dafür. Also ich wäre da durchaus dafür, diese Use-or-Lose-It-Dinge auszuprobieren. In anderen Ländern gibt es teilweise, wo man sagt, ihr nutzt das Geld, holt es ab, aber dafür teilt euch die Arbeit auch auf. Es ist gewünscht. Und diese starken Signale muss man setzen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was ich aktuell vermisse. Und ich würde die Debatte sogar noch größer führen, weil für mich geht es am Schluss auch um eine Frage der Arbeitszeit generell, wie man sie aufteilt. Und auch die Frage der Arbeitszeitreduktion ist für mich in dem Zusammenhang eine sehr spannende. Also die Vorstellung, dass beide Elternteile nur mehr 35 oder hoffentlich nur mehr 30 Stunden arbeiten, wäre wieder eine neue Situation in der Familie. Wenn das einfach normal ist, dass das da die Situation ist und man mehr Zeit für solche Dinge hat, hätte ich das Gefühl, wird sich in dieser ganzen Arbeitsmarktsituation, in dieser auch Leistungsorientierung bei Männern vielleicht tendenziell wirklich was verbessern. Also ich setze auf diese Debatte rund um diese Arbeitszeitreduktion große Stücke, weil ich das Gefühl hätte, dass sie wirklich neue
neue Debatten eröffnen würde und auch einen neuen Ausgleich in diesem Arbeiten, Familie, diese Work-Life-Balance-Situation bringen würde. Ich erwarte mir davon eigentlich viel. Aber wie gesagt, wieder, es ist am Schluss eine Frage, ob man das dringend will, dass sich diese Verhältnisse tatsächlich ändern. Und so wie ich es jetzt erlebe, also diese Corona-Zeit hat mir insofern ein bisschen Angst gemacht, weil es gezeigt hat, also in dieser kurzen Zeit könnte man auch ableiten, die Frauen kriegen das schon hin. Und man hat auch gemerkt, dass die Frauen und die Kinder extrem leidensfähig sind offenbar, und man könnte auch sagen, na, das geht jetzt schon noch ein paar Monate, das können sie sich schon einrichten. Und das, finde ich, ist wirklich fatal, wenn man nebenbei weiß, wie hoch die Belastung ist. Und ich will noch gar nicht wissen, was das für psychosoziale und so weiter Folgen für Frauen mit sich bringt, diese Belastung. Aber ich hoffe, dass die Politik nicht die falschen Schlüsse daraus zieht, sondern im Gegenteil sagt, jetzt muss es wieder in diese Richtung, und Frauen müssen jetzt wieder entlastet werden, und man nicht sich sozusagen ausruht, und es würde eh so auch gehen. Das ist ein bisschen meine große Angst, gerade jetzt, wo dann auch Budgetfragen und Arbeitslosigkeit steigt, da bin ich bei der Frau Dörfler, da wird sich noch zeigen, wer sich am Arbeitsmarkt auch durchsetzt und wie sich da Dinge wieder nach hinten entwickeln. Das Risiko besteht aus meiner Sicht ganz stark. Ich denke mal, es gibt auch durchaus unterstützende Worte sozusagen seitens auf Facebook und so. Claudia Frieben, die sagt auch, dass eine Teilung sehr wünschenswert wäre. Wäre da eben nicht die Gesellschaft oder die Wirtschaft, die eben Väterkarenz dann auch zum großen Teil nicht duldet und dann sehr viele Männer dann auch mit Kündigung bedroht. Elternteilzeit wäre was Wichtiges, also es geht da schon um konkrete gesetzliche Regelungen und Rechtsansprüche, die zur Verfügung stehen müssen. Vielleicht jetzt noch kurz abschließend, gerade zur Arbeitszeitverkürzung gibt es ja auch schon viele internationale Erfahrungen. Frau Dörfler, können Sie uns da noch einen kurzen Einblick geben, was da für Modelle Sie als recht positiv wahrgenommen haben oder vielleicht anwendbar für Österreich? Naja, also so eine dann wirklich ausgeklügelte oder tatsächlich voll umgesetzte Arbeitszeitverkürzung, würde ich jetzt sagen, gibt es aus meiner Sicht nicht. Ja. Es gab in Frankreich ja die 35-Stunden-Woche, die sich dann aber aufgrund verschiedener Restriktionen, die es da gegeben hat, doch so entwickelt hat, dass eigentlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gespalten wurden. In die eine Gruppe, die sehr gut profitiert hat für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dadurch, und in die andere Gruppe, die überhaupt nicht profitiert hat. Also wenn, dann müsste so etwas, oder für die sich sogar verschlechtert hat, ja, weil die Flexibilisierung zugenommen hat. Das heißt, es kommt da ganz genau aufs Detail an, ja, wenn so eine Arbeitszeitverkürzung durchgeführt wird. Und es kommt darauf an, wie viel quasi Macht hat dann der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin über die Lage auf der Arbeitszeit. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil eben da gibt es negative Beispiele aus anderen Ländern, dass das dann wiederum leidet. Und dort, wo man die Möglichkeit hat, mitzureden, bringt das was. Und dort, wo man es nicht hat, kann es sogar schaden. Also ich würde sagen, the devil lays in the detail. Das ist einfach das. Ja. Also es kommt darauf an, wie man es tut. Aber prinzipiell sehe ich das auch positiv. Ja. Eine generelle Arbeitszeitverkürzung. Aber was es derzeit gibt, ist eben Elternteilzeit, und darauf könnte man auch aufsetzen, ja, da denke ich mir. Einmal für die Eltern, das wäre ein erster Schritt, ja, so sehe ich das halt, ja. Aber der größere Wunsch ist sicherlich, oder wäre sicherlich, ja, eine generelle Arbeitszeitverkürzung, ja, um einige Stunden. Und die dann sozusagen auch angenommen sind, weil ich denke mal, es sollte dann tatsächlich keine Ausnahme geben. Ja, herzlichen Dank. Es gäbe noch sehr viele Fragen, zum Beispiel auch zur Zukunft. Digitale Schule, ist das jetzt ein neues Modell? In den USA sieht man es ja zum Teil schon, und es hat jetzt auch wieder aktuell Diskussionen gegeben dazu, sozusagen inwiefern da auch Leistungen wieder ausgelagert werden oder man versucht, Sachen zu vereinfachen. Ja, leider haben wir nur diese eine Stunde jetzt Zeit gehabt, und ich darf mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken und Ihnen einen virtuellen Applaus sozusagen spenden für diese sehr eindrücklichen
Beispiele. Und ich darf mich bei den Zuseherinnen und Zusehern sehr herzlich bedanken für das Interesse. Uns haben sehr viele Fragen erreicht und wir werden die dann auch im Nachhall noch beantworten, so wie Sie jetzt nicht eingebunden haben. Klar ist auf jeden Fall geworden, dass es ein abgesichertes Leben braucht für Frauen, für Männer in Österreich, um sozusagen auch den Kindern eine gute Zukunft bieten zu können. Dass es aber dafür für so ein abgesichertes Leben grundlegende Veränderungen braucht. Die sind jetzt vielleicht in der aktuellen politischen Konstellation nicht so umsetzbar, aber ich denke mal, daran muss gearbeitet werden. Ich darf jetzt zu guter Letzt noch die nächste Veranstaltung bewerben in der Reihe Frauenleben in und nach der Krise. Diese findet dann am Mittwoch, den 3. Juli statt. Da sehen wir uns dann wieder zu dem Thema Frauen und Corona, die Frauen im globalen Süden. Da haben wir zwei Expertinnen eingeladen. Wir diskutieren dort mit Beatrix Bücher Anuja Mzulala, Mitarbeiterin im Entwicklungspolitischen Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven im WIDE-Netzwerk und mit Petra Bayer, Nationalratsabgeordnete und Bereichssprecherin für globale Entwicklung. Die Einladung dazu bekommen Sie per Mail. Falls Sie sie noch nicht bekommen haben, haben Sie auch die Möglichkeit, sich bei unseren Newslettern auf der Homepage der SPÖ-Bundesfrauen, frauen.spoe.at anzumelden oder über das Karl-Renner-Institut und wie immer natürlich können Sie über Facebook zusehen. In diesem Sinne, falls Sie es nochmal nachschauen wollen, die Veranstaltung, klicken Sie auch rein auf unsere Website frauen-und-corona.at und informieren Sie sich auch nochmal über die aktuellen Diskussionen, sämtliche Studienergebnisse, wie sie auch jetzt in der Diskussion vorgekommen sind, werden wir dort auch wieder zur Verfügung stellen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund und vor allem kritisch. Guten Abend. Schönen Abend. Guten Abend.